Hallo und herzlich willkommen zu Pomkashi, da sind wir wieder. Ich habe mir gedacht, vielleicht hätte ein oder andere Tier noch. Ich weiß zwar nicht wie. Aber irgendwie muss es doch zu schaffen sein. Also schauen wir mal. Wo ist denn die Stadt, ne? Ja. Muss es doch irgendwie schaffen, genug Tiere zu kriegen, weil ich will diese M-Disk. Kann ich in der Stadt? Nein. Gott, der Typ nervt langsam, ne? Iliana! Ein Penis ist unter uns! Was? Was hab ich denn da vergessen? Soll ich mal gucken? Warte aus. Alpha heißt Mörder! Ja. Die Kakerlaken. Hab ich den Code schon lange vergessen. Wo war der? Nein, nicht da. Das war... Lass mich liegen. Live-Abteilung Ticket. V5S7. V5S7. Da. Bauen Sie wieder ab. Noch einmal vielen Dank, Jade. Ach, 4. Es gibt 56 Tiere und in der Akku-Bar, wenn ich das richtig gelesen habe, gab es den Code nur auf der offiziellen Beyond Good and Evil-Seite zu finden. Als Webseite. Ah. Hat zumindest einer im Forum behauptet. Bestätigen kann ich das nicht. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich die Seite noch finde. Also ob sie noch existiert. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal geguckt. Ich habe euch hier unten eingeblendet, wie die Seite heißt, wo ihr sie findet. Darkwoom.bg, BGEM. Ach, egal. Und ich habe schon mal, wenn ihr speichert, habt ihr immer unten so einen Code. Internetcode. Den gebt ihr hier an. Ne? Und dann kriegt ihr halt diesen super süßen Schlüsselcode. Na, ihr seht ja hier unten das Beispiel. Ihr seht die Internetseite. Das musst du den Code eingeben. Fertig. Ich bin froh, dass es die Seite noch irgendwie gibt. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, ich habe gelesen, es ist irgendwie ein Minispiel oder so, oder keine Ahnung. Anscheinend doch kein Minispiel, also das Minispiel ist anscheinend doch nur auf der Endliste. Ich habe keine Ahnung, werden wir dann sehen, also. Ja, schauen wir mal, J4N9 ist mein Code vom Safe.
Dann gehen wir mal zurück ins Spiel und schauen mal, ne? Ich bin jetzt gespannt. Die Flitzebogen. Aber die Seite, wo die Scheiße erreicht, seht ihr da? Schreibt es euch auf. Finish. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe den Code jetzt per Handy abfotografiert. Ich kann es euch nochmal zeigen hier, wenn ihr unter Spiel speichern geht. Ne? Unten seht ihr Internetcode. Und das ist jetzt den Code, den ich eingegeben habe. Ne? Auf dieser Internetseite. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Also. Ich hoffe, dass es funktioniert. Nicht, damit bin ich jetzt arg enttäuscht. Ja! Und da haben wir einen Disk. Da haben wir schon mal eine. So, jetzt muss ich wieder umswitchen auf dem Handy. Boah, ich habe gerade aus Versehen auf Stream starten gedrückt, auf Touch Portal. Hat er gerade gemerkt, Moment, du bist mit nirgends angemeldet. Stream starten nicht möglich. Danke, OBS. So, Scheibenspiel. Aha. Jetzt wird uns nur eine M-Disk fehlen hier für, sag schon, die Fotos. Also Scheibenspiel, Perlenspiel. Jetzt wollen wir mal gucken. Was das ist. Was ist das jetzt ernsthaft ein Spiel? Oh Gott. Los! Ja, das ist das Spiel, was man sonst immer gegen Fenster spielt. Natürlich mit Aktubar hier. Musik. Propaganda. Gezählt hat, ist unfassbar. Gewonnen! Nummer 2. Oh. Also, dass ich das als so als Spiel bekomme auf M-Disc, das ist cool. Ich frage mich, wie viele von euch das schon wussten. Halt diejenigen, die das Spiel kennen. Gewonnen! Ja, nice. Pucktausch. Ah, variable Schussstärke. Und da war jetzt auch leicht, ne? Okay, das ist schon mal sehr cool. Dafür, tatsächlich dieses kurze Pause und dann rüberwechseln zum Browser und dann mit Code und allem, das hat, dass das beim Aufzeichnen geklappt hat. Ich kann das jetzt nicht so wirklich sehen. Ich hoffe, es klappt. Designer Isa Mamago. Schauen wir uns das Mamago spielen. Super. Oh Gott, warum geht's? Ah! Wie funktioniert das? Ach, der beide. Der legt mir am Arsch. Ich komm gar nicht so weit. Das ist Verschluss. Na. Ah. Ha! Ich kapier das Spiel noch gar nicht. Also ich steuere beide. Ah! Dazu sind meine beiden Gehirnhälften nicht wie ich. Deswegen kann ich auch kein Schlagzeug spielen, auch wenn ich mir so sehr wünsche.
Holly, 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 Ach die Scheiße, das sollst du überleben? Ohne gegen zu crashen. Aber da verreiche ich doch schon wieder. Ja. Ah, wahrscheinlich muss ich schneller sein, ne? Ja, schneller. Nein! Der Hater hat ein Haar. Der hängt sich so ein Scheiß aus. Und crasht da sofort gegen. Also nach anderen Seiten. Oben. Oh, noch ein Level. Kommt man auf so einen Scheiß? Ah, meine Hirnhälften sind dazu nicht fähig. Ah, echt anspruchsvoll das Spiel, aber cool. Verdammt geil. Jetzt muss ich nur noch ein paar Fotos machen, hätte ich alle im Disc. Ne? Ja, fehlt nur noch eine. Für ein paar Fotos. Es wird sogar ausdrücklich gesagt im Spiel, du musst nicht alle haben. Ja, okay. Vier Stück. Okay, vier Tiere fehlen mir noch. Also man muss nicht alle sammeln. Aber es gibt genug. Steht auf! Ist auf der Mondbasis? Mach ich, weil. Naja, da stand gerade Mondbasis. Eins. Gibt's eins. Ich dachte, was habe ich eine? Fabrik. Fabrik Teil 1. Ach, das sind die Berichte. Ah! Ah, ja, ah, okay, das sind die Missionsberichte. Ups. Sehr geil. Ah, und jetzt wisst ihr auch, wie man, an dieser eine Emdes rankommt. Ich habe im Forum gelesen, von wegen, ja, komm, vergiss es, an den Code kommst du nicht ran. Spiel einfach weiter, denk nicht dran. Und das habe ich von sehr vielen Leuten gelesen, von wirklich vielen Leuten. Man solle doch drauf scheißen, meinen Code kommst du nie und aber die Seite existiert dann noch. Wer auch immer sie aufrecht erhält und hostet, vielen Dank. Du bist ein toller Kerl. Ich wollte da unten, hin. Ach, mal mein Flieger. Ja, der nur irgendein Geist.
Ja, aber muss man echt sagen, warum immer die Seite noch rostet, ich glaube nicht mehr, dass es Ubisoft tut. Da kann man echt Danke sagen. Ich habe jetzt nicht erkennen können, ob das noch, Ubisoft noch tut, aber trotzdem danke. Warum immer der Roster ist. Danke. Ich hoffe, das hält so lange, wie das Spiel noch existiert. Oder? Nee. Auf unserer eigenen? Da lande ich aber. Das warst du zu schnell. Da lande ich aber. Unsere eigene Insel? Jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie man landet. Hätte ich echt noch gar nicht gezeigt. Glaube ich zumindest. Also ein bisschen begeistert bin ich von mir selber, so ein bisschen Recherchearbeit schon alles bringt, ne? So ein bisschen recherchieren, wie man an den Code rankommt, dann findest du dann die Seite. Und die Seite habe ich nicht gefunden durch den Lappen, durch die ganzen Lappen hier, die Forumsbeiträge schreiben. Nee, habe ich echt nicht gefunden durch die Lappen, die da schreiben, weil die haben ja alle gesagt, gib auf. Ist echt so. Die haben alle geschrieben, gib auf. Ein lebender Dieb neu. Unfassbar. Nee, tatsächlich habe ich den Hinweis komplett anders gefunden. Eine Beschreibung zum Spiel. Dass man doch unbedingt die und die Seite besuchen sollte. Ich habe geguckt, weiter recherchiert und Tatsache gefunden. Und hier gibt es kein Tier mehr. Okay, unsere eigene Insel haben wir jetzt komplett abgegrast. Ich hätte gedacht, dass da ein Fisch ist. Schönes Ding. Noch drei Bilder, dann haben wir es. Gucken, ob ich die finde, die Viecher. Bei Zoll und dem Beluga ist das so easy. Ich wollte vor 2 Stunden ins Bett. Ja, das Recherchieren hat lange gedauert. Aber ich habe erst keine wirklichen Anhaltspunkte gefunden. Ja, Schlachthaus. So ist das, wenn du erstmal keine vernünftigen Anhaltspunkte findest. Aber dann doch dahinter kommst. Unerlaubtes Manöver. Kollisionsrisiko hoch. Im Endeffekt bin ich froh darüber. Keine Daten. Ah, ich hatte gehofft, nicht nochmal her zu müssen. Eigentlich habe ich gehofft, nie wieder her zu müssen. Haben wir hier Daten? Oh, eine Schleuse? Wirklich? Links rein, 2. Linker Tunnel. Ja. Oder? Ne. Der hier. Oder auch nicht. Hä? Links rein? Ah, dann doch da lang. Nein. Jetzt weiß ich nicht, wo lang.
dachte hier. Ah ne, stimmt, die Minen. Warum nehmen wir mit? Nee, können wir gar nicht mitnehmen. Ha! Jetzt bin ich noch verwirrter. Komme ich dann da in der hin? Hä? Muss ich gucken. Hin. Ah. Oh, doch bitte nicht über die Rennstrecke. Ich glaube, ich muss über die Rennstrecke. Das sieht man nach, du musst über die Rennstrecke raus. Da oben ist der Gang. Ah, dieses kleine Tünnelchen, ich muss über die Rennstrecke. Okay. Das war... 4, ne? Oder 3? Nein, nicht aufs Gang. Oh. Oh. Ja, ich kann gleich Schluss machen. Etwas Positives. Die 3? Das war die 3, ja. Halten die Schwachen und die Wehleidigen! Haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren! Muss ich jetzt mal schauen, ob ich den Eingang über die Rennstrecke finde. Ich bin mir leider nicht sicher, ob das jetzt 3 oder 4 war. Aber schauen mal. Ja, hier. Ach ja, die Straße. Gab's hier eigentlich Tiere? Nein. Wollen wir mal uns wieder beschießen lassen. Ein riesen Spinnending da hinten. Deckung! Ein völlig verrückten Spinnenpanzer. Aber jetzt nicht alle auf Aufstromleitungen durch. Ja, null. Lull. Voll falsch. Und ich krieg da noch den Schaden. Ah, das ist der Spinnpanzer. Und er kann nicht mehr weiterlaufen. Lull. Ah, jetzt dreht er. Da war ja schon am Ende der Verfolgungsjagd und bleibt da stecken. Interessantes Detail, finde ich. Cool. Das ist nicht mehr so cool. So, gucken wir mal. Über die Straße. Uhr.
komm, ich komme so durch. Meinst du? Soll man drauf achten? Okay. Nicht mehr lange durch. Da bin ich. Hier muss ein Tierchen sein. Denke ich nur, okay. Ist wohl ein Dock, mein Kleiner? Schauen wir mal. Ich sehe noch nichts. Soll aber direkt davor sein. Aber ich höre auch was schnitzern. Also, was fiepsen höre ich hier? Ja, ich mache ein bisschen Verlängerung gerade. Ich weiß. Damit wir das Tierchen hier noch finden. Mach mal Platz, Herr Speckmann. Ach, dass du mir mal Weg schieben musst. Also hier muss es sein. Kann euch leider nicht sagen, wo. Ah, vielleicht hier drunter. Ja, vielleicht da drunter. Gucken wir mal. Einsteigen. Ich höre dich doch. Wo bist du? Ich hör's doch. Oh. Oh, sie wurde von der Klappe aufgehalten. Wer hat doch diese Quietsche im Hintergrund? Oh. So spawnen die Gegner wieder. Habe ich eigentlich jemals ein Foto von den Doms gemacht? Anscheinend nicht. Bild gespeichert. Lull. Das war's? Das war... Deswegen kommen sie nochmal wieder. Wenn ich die Chance habe, ein Foto von ihnen zu machen. Ich hab kein Foto von den Doms gemacht, also von den Dom-Sarkophagen. Dafür, dass das Sarkophage sind, ist es erstaunlich, dass das eigenständige Lebewesen sind. Uff. Ja, geil. Wie viel fehlt uns dann noch? Ah, falsche Taste. Okay, sehe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, noch zwei waren das, ne? Gut, dann speichern wir. Ich gehe jetzt endlich ins Bett, weil das wollte ich schon vor 2 Stunden. Es ist jetzt 3 Uhr morgens. Na, ich wollte schon seit Stunden im Bett. Selbst meine Heizungen haben sich abgeschaltet mittlerweile. So, liebe Leute, dann sehen wir uns dann morgen. Beziehungsweise, ich gehe jetzt ins Bett, wir sehen uns dann später. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal, euer Kashi. Und lasst mal ein schönes Like. Komm, ihr aber Like, kennt ihr alles. Könnt ihr unterstützen. Tschüssikowski und tschüss. Und gute Nacht.